Ein neuer Tag, ein neues Glück oder so. Oh, grüß dich, meiner. Moin. Was? Darf ich dich mal was Bescheidenes fragen? Na klar, immer raus damit, ey. Nicht, dass ich damit was anstellen würde, ich würde es einfach nur gerne wissen. Oha, jetzt kommt's. Was kann man mit einem Lockpick machen? Mit einem Lockdick? Ja, so ungefähr. Nein, mit einem Lockpick. Okay, wo hast denn den her, ey? Den hat mir der Baumarktverkäufer angedreht. Na, ich denke mal, du kannst damit irgendwelche Schlösser knacken oder so, ey. Hm. Aber ob das so legal ist, das weiß ich nicht. Ja, ja, das weiß ich nämlich auch mit, ne? Also, ich hab's mal ausprobiert, zum Spaß, an so einer Test-Tür, weißt du? Mein Taxi ist da, ich müsste mal schnell. Ja, dann hau rein, ne? Ich wünsche was. Wir sehen uns, ne? Wenn du mich suchst, ich bin im Autohaus, da kann ich dir weiterhelfen. Alles klärchen, tschüss. Tschüss. Ich bin so dick. So, und was ist mit dir? Bist du hier Chef oder was? Nee, ich will nur mal hier das Auto angucken. Also hast aber ein schönes Auto, ey. Ja, das habe ich durch Zufall gekauft, als ich heute eingereist bin. Wie aus Zufall kann man sich so ein Auto hier leisten oder was? Du, ich bin hier reingestratzt und dann wollte ich mir eigentlich so ein Kanji holen. Das ist so ein Honda Civic-Verschnitt. Mhm. Und dann habe ich mit einem gequatscht, weil ich sag, was kann man sich denn hier kaufen für 5.000? Und dann sagt er, ja, hier, du, pass auf. Ich habe draußen ein Auto stehen, der da zum Beispiel. Die Preise haben sich geändert. Normalerweise hat er gesagt, irgendwie so $3.000. Und jetzt meinte er so, ja, für 5.000 kannst du den gerne haben. Sonst, weil ich habe geguckt, den kriegst du nicht mehr für 5. Der kostet irgendwie 13.000 jetzt. Ach, 13? Du hast gerade gesagt 3. Jetzt habe ich gedacht, der hat dich hier übers Ohr gehauen. Nee, damals hat er 3 gekostet. Neu. Ach so, ich verstehe. Den ist er irgendwie dreimal gefahren oder sowas und dann... Ja, oh. Schönes Ding hast du hier, ey. Ja, gut, die Farbe wird nochmal geändert, ne? Aber sonst war das ein guter Deal. Also, das Ding hat komplett Motortuning gekriegt, alles. Also, der ist soweit voll ausgebaut. Läuft 200 Spitze. Was, 200? Ja. Da fliegen dir die Löffel weg, ey. Ja, ja, das ist auch schon, also, mehr als 200 willst du damit auch nicht fahren. Das glaube ich, sonst hebst du ja noch ab. Ja, ja. Da fliegst du über die Stadt. Ja, definitiv, du. Auch nicht schlecht, ey. Ich hab mir nur so ein Moped geholt für $200, ey. Aber das ist halt auch nicht so das Wahre. Da habe ich gedacht, jetzt gucke ich mal hier, was ich sonst noch so finde hier. Ja, wie lange bist du schon da? Nur ein paar Tage bin ich jetzt hier. Ein paar Tage? Na klar. Hast du einen Job? Sehe ich so aus, als wenn ich einen Job hätte. Weiß ich nicht, sag du's mir. Nee, ich lebe hier von der Stütze. Ach so. Ja, ich hab mich bei Bennys hier beworben, ne? Als Autoschrauber, oder? Ja. Habe ich in Deutschland auch nicht anders gemacht, deswegen. Ach so. Bist du vom Fach, oder was? Ich bin vom Fach, ja. Ja, nicht hab schlecht. Hab ungefähr ein halbes Jahrzehnt Erfahrung. So lange schon, ey. Mhm. Nicht schlecht. Kannst du auch tiefer legen, höher legen. Ja. Hinterlegen, vorderlegen. Genau. Scheibenwischer abmontieren und so. Brauchst du ja nicht. Ist ja immer schönes Wetter hier. Ja, Gott sei Dank, du. Das stimmt. Bloß auf, das ist mit Deutschland nicht zu vergleichen. Nee, da ist immer Dreckswetter, ne? Das kenne ich ja. Immer nur scheiß Wetter da drüben, ey. Ja, das stimmt. Habe ich auch gedacht, komme ich mal lieber hier rüber in den Süden. Hier ist ein bisschen schöner und wärmer. Ja. Ne, wenn du willst, ich wollte jetzt gleich mal arbeiten gehen. Also nicht bei Benny, sondern freiberuflermäßig, ne? Kann ich dich gerne mitnehmen. Na, ich komme gerne mit. Ich habe eh nicht so viel zu tun hier gerade. Ja. Gut, willst du noch mal gucken gehen oder sollen wir gleich los? Wir können eigentlich gleich los. Super. Das kann ich immer noch mal machen. Wie ist eigentlich dein Name? Wir haben noch ich bin der Johannes. Gefragt. Johannes, ich bin der Rainer, ich grüße dich. Tja, der Rainer, moin. Der Rainer, der lachst, ey. Der Rainer Schmidt. Das ist mein Name. Rainer Schmidt. Pass auf, warte mal, ich schick dir mal meine Nummer rüber. Noch schick mal. Das macht ihr alles beim Autofahren, ne? Wenn ich das machen würde, dann würden wir unten irgendwo im Wasser schon liegen. Guck dir das einfach nicht an, ich bin kein gutes Vorbild. Na, das merke ich schon, ne? Der Rainer, da. Wir sind bald Knastbrüder, ey. Seh ich uns? Ja, nee, ich sehe uns da gar nicht. Ein paar Autos ausrauben, vielleicht kriegen wir einen auf der Mütze, ja. Aber sonst. Ich sehe mich schon im Knast. Das war's. Das ist der große Traum vorbei. Was denn für ein großer Traum? Schick mir mal deine Nummer auch rüber. Ja, warte, das dauert immer ein bisschen. Ich muss mal gucken hier. Ach, guck mal hier, da hat mir was geschickt. Der Johannes. Und was machst du sonst so? Ui, guck mal, wer da vorne steht. Wer steht wo?
Nur eine Frau, eine wunderschöne Frau steht da vorne. Ach, das sind doch alles immer die gleichen Büchsen, ey. Kennst du eine, kennst du alle. Ja, wobei das stimmt. Das kann ich dir nicht absprechen. Ja, und spätestens, wenn du eine hast, dann hast du eh kein Geld mehr. Ey. Oh ja. Wer kennt's nicht, ne? Guck mal da, sie sehen alle gleich aus. Die sehen alle gleich aus, ey. Wenn du ein Auto kaufen willst, können wir auch erstmal zum Gebrauchtwagenhändler und da gucken. Es gibt einen Gebrauchtwagenhändler? Klar. Was machen wir denn bei dem hier? Bei dem Halsabschneider? Nee, das kannst du ja so nicht sagen. Na, dran geben wir, ne? Kannst du hier nicht einfach in dem Laden rumpöbeln, Mensch? Ich wäre gerne noch willkommen hier, da. Ja, manchmal, da geht's mit mir durch, ey. Ja, ich merke das schon. Das sind die Emotionen, Mensch, Rainer. Ja. Reiß dich zusammen. Okay, ich gebe mir Mühe. Bin schon ganz aufgeregt wegen später. So, jetzt muss ich aber gerade mal nachdenken, wo der war. Da kriege ich wirklich ein zu viel schon wieder. Aber ey, mein Auto ist mir heilig, ey, wenn da was passiert wäre. Das glaube ich dir, das ist aber auch ein schönes Auto ist das ja, ne? Ja. Umso schlimmer wäre es, wenn da was passieren würde. Mein ganzes Hab und Gut habe ich da reingesteckt. Und dann kommt da irgendwer dahergelaufen und macht das Kita kaputt oder was? Ja, das geht ruckzuck. Kannst du dir davon nicht ausdenken, so. Sorry. Das sag mal, wer hat denn hier so geparkt, ey? Was ist denn hier passiert? Du Scheiße! Wie konnte denn das passieren? Mein teures Auto. Und vorhin sagt er noch, sein Auto ist ihm heilig und dann steht er hier in der Ausfahrt. Mein Auto. Das sieht nicht gesund aus, ey. Du Scheiße, guck dir das mal an, ey. Du Scheiße, ey. Oh Mann. Sag mal, bist du verrückt geworden oder was? Ich bin noch nicht hier. Was ist denn jetzt hier? Jetzt einmal nicht so. Du standest hier aber auch selten dämlich, ey. Ich hab extra an der Seite geparkt und du schmeißt hier mein Auto um. Sag mal, was fällt dir eigentlich ein? Na, ich kann nicht so gut fahren. Deswegen habe ich einen Helm auf. Hier, ne? Kratzer am Lack. Kratzer im Gesicht. Aua! Also wirklich, was fällt dir eigentlich ein? Oh Gott! Das gefährlich ist der. Was fällt dir eigentlich ein? Guck dir doch mal an hier, die Scheiße. Ich ruf die Polizei. Dann sag ich ihm, was du vorhast. Oh nein, mach das nicht. Scheiße, jetzt Mann, sind wir ja Komplizen. Was machen wir denn jetzt? Was ist denn? Wir haben doch einen Termin. Was mach ich denn jetzt? Na gut, dass ich ein Auto hab. Fahr mal eben vor, vielleicht kriegen wir den ja umgeschmissen. Oh, wir können es ja mal probieren, ne? Aber der ist schon schwer, ne? Mir mein Helm runtergefallen, ey. Oh, Vorsicht! Nicht, dass da noch ein Kratzer in das Auto kommt. Ja, das wäre schade, ne, bei deinem Auto hier. Ja, das stimmt. Ich mach ganz vorsichtig, ey. Nicht, ach du Scheiße! Das ist aber auch... Was ist denn das für einer, der... Ich hab... Gut, dass ich seinen Namen schon wieder vergessen hab. Das ist ein gefährlicher, ey. Ich weiß auch nicht so richtig mit dem. Oh, das sieht noch ganz gut aus, ne? Auch die Tür, das passt schon. So. Ja, da lehn dich mal nicht so an mein Auto, nicht, dass da ein Kratzer dran kommt. Nun sei du mal aber ganz ruhig. Okay, doch verzeih ich das nochmal. Ja, ja, ja. Wobei, das wird nicht funktionieren mit dem Aufladen. Was nun? Einfach gegenrammen, bis es umfällt. Das wäre die letzte Variante, die mir einfällt. Ja. Sonst, du kriegst mein Go, dass du das Ding da so ein bisschen, wenn du da leicht, sanft gegenfährst und den dann wegdrückst, das darfst du machen von mir aus. Ja, alles klar. Kannst du mir auch so eine Nummer da lassen, fährst mit einem Kollegen mit und dann sag ich dir nachher Bescheid. Mit dem Rentner mitfahren, der sieht auch nichts auf 100 Meter. Natürlich, ich sehe alles, ey. Okay, ich guck nochmal wegen dem Auto. Kein Vertrauen hat er hier in mich, ey. Ja, ich frage mich, wieso. Ich kann super Auto fahren. Das wollen wir gleich mal sehen. Hast du überhaupt einen Führerschein? Ja, ja, klar. Ich habe erst gedacht, ich habe keinen. In deinen jungen 60ern oder was? Ne, den haben sie mir irgendwann hier geschenkt einfach. Eieiei, weiß ich ja nicht, ob ich da mit dir mitfahren will. Ich kam hierher und dann hieß es, hier hast du einen Ausweis, hier hast du einen Führerschein, mach was du willst. Dann habe ich gesagt, ja super, früher hatte ich keinen. Die Leute des ACLS, wie kann ich ihnen helfen? Scheinbar gar nicht. So schnell geht's, ne, mit dem Auto. Mhm. Im einen Moment ist man noch stolz
Und dem nächsten liegt's auf dem Dache. Sag mal, du Frührentner, wie alt bist du eigentlich? Na, 50. Ach du Scheiße. Was heißt denn hier, ach du Scheiße? Ich stehe in der Blüte meines Lebens, ey. Na, das sehe ich. Ich hab noch alles vor mir. Alles? Meinst du damit den Tod, oder? Noch den auch irgendwann, ne? Ach, Mann. Im Notfall kannst du dir hier nochmal ein neues Auto kaufen. Nee, am Arsch. Ich könnte meinen verkaufen für 3.000. Also, der schlimmste Fall der Fälle ist eingetreten. Mein Kollege kriegt es auch nicht hin. Er probiert es jetzt einmal mit Anstupsen, dass es eventuell dann sich rumdreht. Mhm. Oh, das ist doch mal eine Maßnahme. Dann werde ich seine Nase auch gleich anstupsen. Jetzt sei mal nicht so. Solange es nicht meine ist. Kann man den nicht wegsprengen? Guck dir das an, Mann. Der Poller. Jetzt hat er die dazwischen gedrückt. Jetzt ist die ganze Seite im Arsch. Ja, oh ja, noch mehr reinrücken. Ja, oh ja. In den Wagen mitten mal eine Heile, ganz einfach. Ja, wer zahlt das dann? Ja, ich. Das finde ich gut. Beziehungsweise das AC-Letzte halt das. Das ist mir dann egal. Gut, dass ich das nicht zahlen muss. Boah, sieht fachmännisch aus, wie der Kollege das da macht. Ja, denke ich mir auch gerade. Ja, am besten ist, sie drehen sich einfach rum und schauen da gar nicht hin. Rainer! Ja, was ist? Guck dir das mal an! Oh, Entschuldigung! Ja, was sag mal hier, was fällt dir eigentlich? Ich hab mich erschrocken! Ich hab rechts einen toten Winkel! Guck dir das mal an! Ich hab gedacht, ich werd entführt! Die Türen rausgerissen! Entschuldigung, ich bin ja immer noch. Ich bin ja ganz hier. Du bist ja ganz wuschig, du! Mach dich doch mal wieder locker! Oh, das Kreuz! Ich glaube, ich habe einen Hexenschuss! So siehst du aus. Setz dich sonst mal ins Auto und mach die Sitzheizung an. Ja, besser ist, ne? Für den Rücken. Das war's, Kreuz. Ah, ich verstehe. Das ist ein Hexenschussauto, ey. Ja, das ist, weil der Kofferraum hinten so tief ist, ey. Warte, ich bild mir nur kurz die Schuhe hier. Ah, so. Ist aber niedrig hier hinten, ey. Oh nein. Das ist, weil das so niedrig ist. Ich sag's dir. Ich muss mir nochmal die Schuhe binden kurz. Warte mal. Tiefes Auto hier, ey. Meine Güte. Was ist los? Hast du einen Knoten in den Schnürsenkeln? Ja, ich krieg das irgendwie nicht raus. Warte mal. Ich verstehe. Also für euch zur Info, ich mache es jetzt rabiat. Ich werde danach mitnehmen, Heile machen, die Rechnung, die dann auf Marziel ist. Alles klar, rufst du mich dann an? Ja, wenn du mir eine Nummer da lässt, rufe ich dich auch an. Warte mal, ich schick die. Ah! Oh, da hat sich die Verspannung gelöst. Gut. Ich airdrop dir mal meine Nummer. Genau. Ich verstehe. Hast du denn auch Erfahrung damit und kannst du mir da noch irgendwas zu sagen? Wie meinst du? Naja, also Autos ist mir klar, dass ich damit was machen kann, aber Automaten? Nee. Automaten gehen nicht. Ich könnte so viel sagen, dass Kassen gehen. Mhm. Kassen, aber wahrscheinlich mit Alarm dann, ne? Ja. Scheiße. Also die kriegen da Bescheid. Auch bei Autos kriegen die Bescheid, glaube ich. Gibt's da was, also was meinst du, wie lange dauert sowas, bis man da ausgeräumt hat, fertig? Puh, weiß ich nicht. Eine Kasse? Ja. Also ich sag mal so, mach auf jeden Fall erstmal keine in der Stadt. Ja, nee, ich wäre jetzt eh rausgefahren. Ja, also, keine Ahnung. Wir landen sowas von im Knast. Okay. In dem Dreh. Okay. Also, die Schubladen sind schon lang. Ja, ich verstehe das schon, alles gut. Dann natürlich. Was ist lang? Halt so, wie man ATMs. Genau. Keine Ahnung. Das habe ich noch nicht verstanden. Ja, wissen wir selber noch nicht.
Gibt es sonst noch irgendwas, was man machen könnte, bis auf Autos und sowas? Also ich meine, ihr habt das ja auch irgendwo her. Habt ihr da so einen Zulieferer oder wie sieht das aus? Nö, alles selber rausgefunden tatsächlich. Ach so. Ja. Da muss man aufpassen, ne? Naja. So, meine Herren, wer hatte denn jetzt hier Interesse? Der mit der roten Jacke. Der Rainer. Achso. Ich mache der andere Serie pleite. Der hat gar nichts. Der hat kein Geld, der hat kein Auto, gar nichts hat der. Ja, das Auto hast du mir ja auch genommen. Ich verstehe. Wie viel kriegst du meiner? Einer 400. 400 Dollar, ja. So, ich bin der Meinung, das muss hier irgendwo sein. Ich glaube, ich weiß, wo das ist. Ich kenne mich hier aus. Ich bin hier ein alter Hase, bin ich hier. Da ist auch irgendwie... Oh ja, warte mal. Pass mal auf, da vorne fahren wir links. Ah, nee, dann ist was anderes. Hier ist die Fahrschule. Wir sind ganz nah dran, ich sag's dir. Ich glaube, das war ein bisschen weiter in die Stadt. Soll ich wieder umdrehen, oder was? Ach, wir wollen gar nicht zum ACLS. Nein, wir wollen zum Abschlepphof. Ach so. Das ist so umzäunt und da auch mit Polizei gewesen und so. Hier rechts neben uns. Das war dann so auf Ecke, weißt du? Na, hier ist doch eine Ecke, jetzt guck doch mal aus deinem Fenster. Oh ja, Mensch, das hab ich... Gut, warte mal. Ah, stopp, stopp. Ah! Oh nee! Meine schöne Tür! Scheiß auf die Tür, Mann. Du hast mir fast meine Lederjacke kaputt gemacht. Sag mal, was ist denn mit dir? Ja, wieso fährst du auf einmal rückwärts, Mensch? Warum steigst denn du auch ständig aus? Ja, weil ich gucken wollte, ob mein Auto da ist, Mann. Ja, da wartet man, bis ich geparkt habe, oder nicht? Ja, du bist ein Rentner, Mann. Das kann bei dir ewig dauern. Kann man helfen? Ja, ich wollte fragen, ob man euch helfen kann. Das sieht nicht so aus, oder? Das sieht auch nicht, Mann, ist nicht mehr zu helfen. Das sieht gut aus hier. Ja. Ja, aber dank dir mal einer, ne? Bisschen verrückt. Nur nette Leute hier. Ich park jetzt erstmal ein bisschen an der Seite. Ja, park mal nochmal. Nimm deine Tür mit. Vergiss sie nicht. Ja, die hole ich gleich. Wo ist denn meine Türe hin, ne? Ist doch zum Kotzen. Nagelneues Auto. Ja, komm mal mit. Ich weiß da was. Freiluftauto. Was heißt denn hier? Komm mal mit. Komm mit, steig ein. Also in deine Karre und komm. Ja, warte. Ich muss erstmal aufstehen, ne? Ich hab's ja ein bisschen am Rücken. Ganze Karre kaputt, ey. Grüß dich, Mariano. Sag mal, was liegst denn du da auf der Karre? Was ich ist denn? Rettungswagen, bitte. Was ist denn mit dir schon wieder, ey? Ich hab ganz schrecklichen Durst und Hunger. Ständig ist was mit dir, ey. Ja, warte, ich ruf doch mal schnell an, ey. Voll das Gleiche mit den jungen Leuten. Ständig ist was, ey. Ich hab Durst, ich hab Hunger. Meine Güte, ey. Was ist denn jetzt eigentlich der Plan, ey? Du knackst gleich die Kasse. Ich knack die Kasse. Räumst das aus oder fahren wir wieder? Und werden verhaftet. Nee. Sitzt im Knast und Nein. Du bückst dich. Nein. Okay, das ist der Plan, ey. Dann fahren wir wieder. Die schreibe ich mir auf, ey. Und du bist der Fluchtwagenfahrer, oder was? Naja, wir werden ja nicht flüchten. Wir werden ihnen erklären, dass ich gestolpert bin, oder was? Auf die Kasse, und dann... Ich sehe mich sowas von im Knast, ey. Oder wir haben uns gestritten. Wobei, also wenn wir mehrere Ausreden haben. Wir können uns auch gestritten haben. Und dann, Wir brauchen uns doch gar nicht erwischen lassen, ne? Nee, kommen werden die so oder so. So, ich hätte gerne noch einen Rubbel los. Bitte beachten Sie den Typen gar nicht dahinter Ihnen. Nee, der testet nur die Kassen, ne? Wir sind hier vom Kasseninstitut. Das ist ganz normal, was hier gerade passiert, ey. Wir zählen hier normal. Und klappt das, Joachim? Also noch nicht. Okay, das ist gut, ey. Da kommen wir auch nicht ins Gefängnis. Ich glaube, wir wurden verarscht. Halt, die Luft ist noch rein, ey. Ja, ich wollte gerade sagen, guck mal schön. Ja, ich gucke. Jetzt geht die Pumpe, du. Jetzt geht's auch richtig ab hier, ey. Das war's! Wir werden in den Knast kommen! Na los, nur hin, mach hin! Oh, das geht nicht so schnell. Komm, bitte. Wir kommen sowas von ins Gefängnis.
Gib Gas! Gib Gas! Wie, das war eine Niete? Das war eine Niete. Du bist eine Niete! Nee! Das ist doch nicht dein Ernst! Hä? Ich habe einen Puls halt daran, von 5000 habe ich hier. Oder das lag daran, dass ich die Taschen nicht aufmachen kann. Aber eigentlich, da stand, die Schublade habe ich rausgezogen. Und das dauert ja immer kurz ein bisschen, bis man die auf hat, ne? Ja, okay. Erzähl mal, wie das so geht. Ja. Oh. Der was ist denn jetzt hier los? Der fährt auch wie so ein Schwein. Nee. Hast du das gesehen? Natürlich, ich hab da das. Da konnte ich gar nichts für. Von Anfang bis Ende gesehen, Da konnte ich gar nichts für. Wie kann sie nichts dafür? Ich hab nichts gemacht. Nicht? Was sag ich dem denn, Ich sag einfach, ich will was kaufen, Nee, wir wollen Geld verdienen. Ich frage einfach mal, ob wir uns mal treffen können, Mhm. Wo ist er denn? Ach! Ah! Ich hab mich nie angeschnallt. Der Dennis. Ja, schön. Da liegen wir jetzt hier. Ey, die aus mir. Amigo, was macht ihr denn heute, Ei. Komm mal her, hast du Puls? Die aus mir. Hey, was machst du denn? Oh, Puls ist vorhanden, leichte Atmung. Ja. Dann will ich da einmal... du musst schon, okay. See. Dann würde ich einmal bei dem Herrn kurz einen Bluttest, nicht einen Bluttest machen, ich bin auch schon verwirrt, einen Zuckertest. Es tut mir herzlich leid, das ist okay. Alles andere als Lust. So. Ola! Was machst du denn? Ja, der Bluttest sieht soweit in Ordnung aus. Der Bluttest sagt mir da. Der Zuckertest sieht soweit in Ordnung aus. Den Herrn nicht gestern schon? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß es nicht. Wie heißen Sie, der Herr? Rainer! Okay, schrei doch nicht so. Oh, sorry. Huch, Rainer. Was ist denn jetzt los? Rainer Schmidt. Gib mir mal einmal bitte die Sauerstoffmaske. Ja. Drauf. Nur langsam und ruhig atmen. Ah, wird besser, So, Rainer, hast du irgendwo ganz starke Schmerzen? Oh, im Brustbereich. Die Brust. Brust, sieh. Gut, wir werden dich jetzt mal eben einmal verladen. Ja. Ja. Oh. Anschneiden am besten. Ein bisschen holprig werden. So schnell geht's. Hola, Dr. Reddington. Haben Sie gleich eventuell Zeit für eine OP? Sie, ich nämlich auch. Sie. Ah, sie. Zum Patienten selber, der ist vom Berg gefallen, aus dem Auto raus, kriegt schlecht Luft. Und seine Schmerzen sind im Brustbereich. Sie, die dritte diese Woche. Ich freue mich. Bis gleich. So,
So, die macht schon mal den OP vor, bereitet sie sich schon mal vor. Ich sag dir, wie es ist, ne? Wir brauchen doch eine Fahrschule hier. Und wenn es nur das ist, dass dir die Leute beibringen, sich anzuschnallen. Das ist richtig, ja. Die. Dann sehe ich ihn jetzt einmal ins Zugang. Ich habe nur gesagt, dass ich das diese Woche schon jetzt das dritte Mal habe. Das heißt, kann einfach kurz unangenehm werden. Und der ist aus der Fensterscheibe gefallen und Berg runtergekullert. So, dann kriegen wir da direkt einmal die Schmerzmittel rein. Wir brauchen eine Fahrschule. Und so. Jetzt soll das Ganze angenehmer werden langsam. Und kurz sein, bis das wirkt. Okay. Hast du ihn schon sediert? Er hat Zugang und er hat das Schmerzmittel bekommen. Ja. Hast du ihm jetzt schon das Novalgin gegeben? Ja. Okay, dann schläft er. Weiß ich nicht. Der Herr? Hallo. Sie scheint so. Ja. So, einmal das CT anschließen. Ja. So, gib ihm bitte einmal eine Schwitze um. Sie? Ja, wo haben wir sie? Ja. Sie? Ja? Ja, warte mal, ich guck mal, ob ich einen Ausweis finde. Moment. Okay, da ist er nicht. Da hat er auch keinen. Vielleicht in der Jacke. Nee. Die haben wir jetzt gerade hier oben hier ausgezogen. Nee. Gucken hier. Nee. Nee, der hat anscheinend keinen Ausweis bei sich. Ach, guck mal hier, der hat den hier im Schuh versteckt. Sieh, oh, was. Rainer Schmidt. Ey, der ist von 1973. Der hat sich gut gehalten. So. Oh, so. Oh Gott, ey, mir tut alles weh, mir tut alles weh. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh, oh Gottes Willen. Oh, Hilfe. Ich stecke fest, Hilfe. Hola. Ja, hallo. Geht's besser? Oh, es geht schon, ey. Perfekto. Was ist denn passiert, ey? Heute ist ein Autounfall, amigo. Oh, meine Lunge, was ist denn da los? Oh. Sieh, du hast ja eine Rippe gebrochen. Ach, so ist das. Sieh. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, ja, danke, dass ihr mich hier, ich weiß ja nicht, was ihr gemacht habt, aber... Wir haben dich betäubt und operiert. Oh, jetzt geht's mir auch schon ein bisschen besser, ja, aber... Perfekt. Oh Gott. Ich hatte mir zwischenzeitlich einmal aus seinem Stiefel, da hast du irgendwie deinen Ausweis gehabt, habe ich mir rausgeholt. Ja, den habe ich immer im Stiefel, in der Tasche verliere ich den immer. Sieh. Gut. Ich gebe dir mal noch Schmerzmittel, amigo, und wir müssen noch einen Verband drum machen. Alles klar, ja. Sieh. Ich helfe dir noch mal eben kurz einmal aus deinem Oberteil raus. Ja. Oh, ganz langsam und vorsichtig. Jawohl. Jetzt okay. Ist besser, ja. Perfekt. So, warte, ich leg dir mal eben kurz einen an. Ja. Oh, komm mal her. Ich bin ein bisschen kitzlig. Na, ist schon vorbei. Ah, besser. Ja. So, kommst du bitte mal in 2 Tagen zurück? Ja. Dann müssen wir dir einmal die Fäden ziehen. Okay. Sieh, und du kriegst gleich noch Medikamente von mir. Okay. Genau, und am besten jetzt die nächsten 2 Tage nicht allzu anstrengen, ne? Okay, ich gebe mir Mühe, ja. Perfekt, und am besten anschneiden. Kann ich denn trotzdem rohren? Was kannst du? Na, eine rohren. Oder lieber mit der Lunge nicht rohren gerade. Na, auf gar keinen Fall. Die nächsten 2 Tage keine rauchen. Keine Zigaretten, ne? Okay. Oh, würde ich dir nicht empfehlen, amigo. Alles klar, okay. Oh Mann, vielen Dank für alles. Kriegt ihr irgendwas von mir? Na, du bist doch versichert. Ich bin versichert. Natürlich bin ich versichert. Siehst du. Doch, sehr gut. Ja, vielen Dank. Und dann hoffe ich, dann sehen wir uns mal so schnell nicht mehr wieder, ja? Hoffe ich auch. Außer in 2 Tagen, ey. Sieh, in 2 Tagen. Oh, vielen Dank für alles, ey. Ihr seid meine Lebensretter, ey. So, warte kurz. Ja.
Ich warte hier. So, pass mal auf, Amigo. Davon nimmst du? Jawohl. Am Tag morgens eine und abends eine. Morgens eine, mittags abends eine, abends eine. Ja, genau. Dankeschön. So, und dann kommst du in 2 Tagen zurück. Alles klar, ich danke dir recht herzlich, meiner. Naja, und den kriegst du auch noch. Oh, danke. Oh, das Beste. Überhaupt. Genau den kann ich jetzt auch gerade gebrauchen. Oh, vielen perfekt. Dank. Oh, dann sehen wir uns bald wieder, ne? Oder auch nicht. Ja, hoffen wir nicht. Nur zum Pferdensehen. Ja, danke schön. Wo ist denn hier der Ausgang? Einmal hier rechts rum und dann geradeaus durch. Alles klar, danke. Schönen Tag. Ebenfalls adios. Tschüss. Ortiz? Alles weh tut mir, ey. Der Dünnes hätte ja mal sagen können, dass ich mich anschnallen soll, ey. Oh, Gottes Willen, ey. Oh. Das war's mit der Tanzkarriere. Das war's. Stehe ich wie so ein Depp.